Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ich wollte euch mal ein kurzes Update geben. Wir sind immer noch beim Linde Gabelstapler HT160. Und nachdem wir das letzte Mal etwas hanebüchen auseinandergerissen haben, das Modell, denn ich muss nach wie vor sagen, ich habe glaube ich noch kein Modell gehabt, das so übel auseinanderzunehmen war. Weil eben nur zwei, drei Clips von vorne überhaupt sichtbar sind und der Rest ist echt innen drin. Und ich muss mich auch immer wieder beherrschen und aufpassen, dass ich es nicht aus Versehen, wenn ich hier irgendwas mache, wieder zusammendrücke. Ja? Und ja, ich habe mal ein bisschen weitergemacht. Wir wollen ihn heute mal eine Runde fahren lassen. Ich habe nämlich ein Antriebsmodul hergerichtet und ich habe die Lenkung soweit mal ausgetüftelt. Und dann überlegen wir uns, wie es dann weitergeht. Und bevor ich jetzt hier lange vor mich hinquatsch, drehe ich euch um, dann seht ihr ein bisschen besser auf das Modell. Und dann würde ich sagen, dann bauen wir schnell die zwei Sachen ein, oder? Los geht's! So, dann schauen wir mal. Ihr seid bei mir und legen wir auch schon los. Das hier ist momentan bloß aufgesetzt. Das ist ja das, was wir das letzte Mal hier auseinandergerissen haben. Zumindest ein Teil davon. Und das hier ist alles ein wunderschönes Gussteil. Und hier bauen wir jetzt mal die ganzen Sachen ein. Das hier ist das die Lenkung. Hier, ich werde das ganze Zeug noch ein bisschen schwerer machen. Also ich werde die Reifen noch ausstellen, vorne wie auch hinten. Denn ich habe mal ein bisschen die Produktdaten gewälzt von dem ganzen Teil. Und wir haben hier einen HT160 und der bringt ein Gesamtgewicht von 27,5 Tonnen auf die Waage in echt. Das wäre also im Maßstab ein Gewicht von knapp 7 Kilo, also 6,7 Kilo, um genau zu sein. Und ja, da müssen wir schon gucken, dass wir da ein bisschen hinschmecken, dass das einfach gut läuft. Was aber noch interessanter ist, der hat einen 16 Tonnen Hubzuladung im Endeffekt, heißt es Hubzuladung. Er kann 16 Tonnen heben. So, und 16 Tonnen wären im Brudermaßstab 1 zu 16 runtergerechnet dann 3,9 Kilo, die wir hier an Hub brauchen. Und das heißt, wenn ich vorne einfach knappe 4 Kilo vorne drauf packe, dann muss der das auch gut wegstemmen und dann braucht er einfach ein bisschen mehr Gesamtgewicht. Wie gesagt, da irgendwo an die 6,7 Kilo, dass wir da uns hinbewegen. Und in den Reifen macht sich's immer sehr gut, denn dann hat er einfach guten Grip und guten Bodenkontakt. Und schwabbelt nicht so, gell? Also je höher ich das natürlich einbaue, desto schlimmer wird's. Wir haben hinten jetzt mal die Lenkachse drin. Und die pendelt nach wie vor, wenn ich sie richtig einklicke. So, das heißt, wir haben hier ganz leichtes Pendel. Minimal, reicht aber völlig, um das auszugleichen, einen unebenen Boden. Und ich habe mir hier so einen Servohalter gebaut mit Einpressmuffen, damit wir den schön festschrauben können und uns da jetzt nicht verfriemeln. Und den schrauben wir jetzt hier einmal schnell einfach hin. Gut, das war jetzt easy peasy, überhaupt kein Problem und da bauen wir auch den Servo gleich mit ein. Den fädeln wir einfach schnell ein und muss ich sagen, die Lenkung war jetzt überhaupt nichts, was schlaflose Nächte bereitet. Von dem her, das war relativ stressfrei. Vor allem bin ich ja relativ froh oder sehr froh sogar, dass ein Punkt sehr gut funktioniert hat. Und zwar habe ich jetzt das Kabel eingeklemmt. Nee. Dass wir das Pendel beibehalten können, obwohl der Servo straff drin sitzt. Ihr wisst das, ich habe es beim Manitou schon erwähnt gehabt, dass das Problem ist, wenn ich den Servo festmache und die Achse pendelt, dann würde die beim Pendeln automatisch einen Lenkeinschlag fabrizieren, weil sich natürlich durch das Pendel der Weg zum Servo ändert. Verständlich, oder? Deswegen habe ich beim Manitou den Servo mitpendelnd aufgehängt, damit der mitpendelt und eben nicht lenkt. Beziehungsweise beim Lenken nicht erst das Pendel anspricht, je nachdem wie viel Gewicht halt drauf ist. Das wollte ich ja eben nicht.
So, hier haben wir jetzt einen fest eingebauten Servo und hier vorne haben wir die Lenkung eben drin und die soll eben weiter pendeln, ohne dass das die Lenkung einschlägt nach links oder rechts. Und jetzt nehmen wir hier gerade mal den Servotester, nehmen wir den Servotester, ja, das sollte schnell gehen. Dass wir hier schnell den Servo noch zur Sicherheit auf 0 haben. So. Jawohl. Passt. Das war's auch schon. Huch. Und dann können wir hier das Servohorn aufsetzen. Und dann zeige ich euch gleich, was ich meine. So, und jetzt da sehen wir, ich kann hier pendeln und der Servo bleibt aber gerade. Und das gleiche ist natürlich auch, wenn ich lenke, dass er eben nicht erst einpendelt und dann die Lenkung anspricht, sondern wenn ich lenke, lenkt er und wenn er pendelt, pendelt er, ohne dass das jetzt hier den Servo beansprucht. Ja? Da bin ich echt glücklich, ging aber auch wunderbar, ausgedacht, umgesetzt, perfekt. Das nächste ist, wir brauchen einen Antrieb. Da habe ich jetzt hier so ein kompaktes Antriebsmodul, es sind zwei 25er Motoren drin, etwas langsamer und dafür aber auch mit Bums und die setzen wir hier einfach ein. Die Räder sind übrigens festgemacht, ich habe ja schon gesagt, das ist Bruder LKW Zwillingsbereifung Original und ihr kennt ja die Radadapter, die ich sonst so verwende. Und die haben ja in der Mitte einen Stahlkern, den ich an der Drehbank immer mache, damit das auch wirklich nicht eiert und rund läuft und dass man das auch richtig mit Bums anziehen kann. Durch das, dass ich aber so schmal werden musste hier, denn wir haben hier einen Radstand jetzt von 17,3. Bombastisch. Musste ich weiter rein und dann ist hier einfach zu wenig Fleisch. Also einmal an dem Plastik selber und auch von dem anderen, das ist einfach zu wenig Material, um das richtig feste zu ziehen. Das hat mir nicht gefallen. Also es funktioniert schon zwei, drei Mal, aber ganz ehrlich, wenn ich das jetzt so gemacht hätte, dann hätte ich auch einfach die Welle mit Heißkleber reinschmeißen können und hätte halt gesagt, gut, dann muss ich halt alle drei Meter das Ding irgendwie neu machen. Deswegen habe ich mal meine CNC-Fräse aktiviert. Das sind jetzt hier die zweiten. Ich habe ein paar mehr gemacht. Also ich habe viel gemacht, weil falls ich mich verbohre und so. Habe also die aus Alu gemacht und da habe ich das Problem nicht, denn meine Welle hat eine wunderbare Führung. Ich brauche nicht extra noch ein Teil innen drin. Ich habe hier viel Material, wo ich auch die Madenschraube festziehen kann. Ist also jetzt nicht so ein Gebastel mit irgendeiner Mutter und was weiß ich nicht in dem 3D-Druckteil. Brauchen wir alles nicht. Das hier ist alles an der Drehbank gearbeitet und funktioniert aber genauso wie vorher auch. Das heißt, ich klicke die da rein. Schraubt die hier außen fest, hier jetzt nicht mehr mit den Metallschrauben, mit den kleinen, sondern das sind jetzt M2 mit Gewinde im Alu, das ist jetzt in den anderen noch nicht drin, reingeklickst, festgeschraubt und hält bombenfest, wackelt nicht, läuft sauber, genauso muss es sein. Ihr seht, das passt hier wunderbar rein, also das ist dieses kompakte Antriebsmodul, ist auch schon verkabelt mit Kabelkanal und so weiter und wie gesagt, das klickst du hier einfach rein, das passt da genau hin. Und das schrauben wir jetzt auch nochmal schnell fest, damit uns das nicht abhaut. So, ihr seht, alles geschraubt, hält hier wunderbar drin, ist fest. Und ihr seht jetzt hier nochmal, also das ist echt Millimeterarbeit, dass das hier reinpasst. Auch von vorne her mit dem Motorträger, beziehungsweise mit dem Motorrohr, weil das ist ja so in dem Originalmodell alles nicht vorgesehen, dass das so da drin ist. Und das passt aber alles echt gut zusammen. Wir haben also Lenkung, wir haben das Antriebsmodul und wir haben eben eine ganz schmale Spurbreite. Wie gesagt, was waren wir, 17,3. Einwandfrei.
muss ich sagen. Und dann habe ich hier mal so einen Kabelbaum hergerichtet. Was habe ich verbaut? Einmal hier eine Fleißkeit FSI 6S, 6-Kanal-Fernbedienung. Wir haben einen normalen Regler von modellbauregler.de. Den habe ich jetzt erstmal so genommen, um das zu testen, um zu gucken, ob das soweit alles läuft. Dann ganz neu im Shop UBEC-Regler von modellbauregler.de. Ich verlinke euch das ganze Zeug unten. Also einmal UBEC, einmal den Regler. Und dann stecken wir das Ganze doch mal an. Das ist der Motor. Und das hängt schon alles dran. Das müsste die 4 sein. Das sehen wir gleich. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen nachjustieren bei der Lenkung. Da weiß ich nicht, ob wir genau die Mitte getroffen haben jetzt. Aber das knödeln wir hier jetzt einfach mal da unten rein. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Akku, ausgelegt für 3S, also 11,1 Volt LiPo-Akku. Fernbedienung an. Jawohl, passt. Und wir haben ein bisschen Platz. Ich hätte mein Glück, ich falle wieder immer alles in den Haufen. Und dann schauen wir mal, ob weißer Rauch aufsteigt. Ja, Regler piepst, Lenkung, schaut ganz gut aus, oder? Ja, könnte ein bisschen Nachjustierung vertragen. Subtrim, gucken wir mal. Ja, jetzt schaut es besser aus. Okay. So, also ihr seht das. Und auch wenn ich jetzt hier lenke, dann pendelt er nicht ein. Also er bleibt stabil. Kann aber trotzdem hier auch pendeln. Ist das nicht genial? Ich bin so stolz. So, das haben wir alles. Schauen wir mal vorwärts, rückwärts. Vorwärts, rückwärts, pass auf. Also, er fährt. Er fährt und lenkt. Das ist übrigens jetzt ganz langsam. Das ist jetzt volle Geschwindigkeit. Gefällt mir schon mal sehr gut. Auch die Lenkung ist immer ein Maximum, bevor hier irgendwas rausgerissen wird. Klasse. Ich würde sagen, so kann es auf jeden Fall weitergehen. Was machen wir weiter? Wir haben also, nachdem er jetzt fährt, ist schon mal ein Baustein erledigt. Wie gesagt, war jetzt nicht das Hexenwerk, dass er fahren wird. Das war klar. Als nächstes werden wir hier dieses Teil hier mal bearbeiten. So, das finde ich schon mal ganz cool. Das habe ich jetzt schon mal so weit nachgearbeitet, dass ich das hier einfach runternehmen kann und kann das jetzt hier vorne einfach mit diesen Fußschwellen arretieren und kann das da wegnehmen bzw. jetzt festklicken und dann ist das da schon mal fest. Gefällt mir sehr gut. Und wir werden als nächstes dieses Teil hier bearbeiten. Ich habe ja gesagt, ich brauche ein Akkufach. Und als Akkufach würde sich tatsächlich hier diese hintere Klappe anbieten. Das heißt, ich werde dies hier abtrennen. Hier hinten. Und dass diese Klappe hinten als separates Teil gilt. Und werde mir hier einen Ausschnitt machen, dass ich hier unten reinkomme. Und werde mir hier ein Akkufach einbauen. Soweit mal der grobe Plan. Den kann ich übrigens auch einklicken nochmal. Dass nichts passiert. So. Und dann muss ich sagen, macht doch eigentlich schon mal ein ganz solides Bild, die ganze Sache. Genau. Als nächstes kommt natürlich auch das Thema Gabel dran, beziehungsweise der Lüft oder das Hubgerüst. Ich weiß noch nicht, wie es heißt. Was ich hier mache, ich habe tatsächlich im allerersten Gedanken mir gedacht, wir könnten eine Hydraulik einbauen. Würde mir super gut gefallen. Also wirklich gut. Aber es ist ein Gabelstapler, also es ist jetzt nichts, was ich dauernd brauche, was ich unbedingt brauche. Ja, ich habe mal grob geguckt, wenn ich sage, ich baue nur einen Zylinder hier in die Mitte ein und zwei kleine Zylinder, um das Kippen zu realisieren, dann bin ich mit der Hydraulik mal schnell 350 bis 500 Euro los, je nachdem, was ich mir da besorge. Das ist einfach, ich brauche die Pumpe, ich brauche einen Pumpenregler, ich brauche einen Tank. Ich brauche den Steuerblock mit den Servos
und ich brauche die Zylinder dafür. Ja, ist also an sich, platztechnisch haben wir ja den Platz da drinnen. Das ist nicht das Problem. Ja, also platztechnisch geht das alles, bringen wir das ja alles unter irgendwo, weil wir haben echt, wenn ihr das, ich nehme es nochmal ab, wenn ihr das so anschaut, wir haben hier richtig Platz. Ja, also das würde man hier schon gut reinbekommen. Aber gebe ich jetzt hier nochmal, also nur für die Hydraulik 500 Euro aus, da ist jetzt, weil wir haben ja das Modell, wir haben die Fernbedienung, wir haben den vorderen Block für die, mit den Antriebsmotoren, wir haben hinten das, es läppert sich ja trotzdem mit der Zeit. Ja, deswegen wäre natürlich die schönste Sache, weil ich natürlich keine Endabschalter brauche, ich kann das schön ansprechen, von der Kraft her, wie gesagt, 4 Kilo soll er heben können und müssen. Deswegen wäre das natürlich eine tolle Lösung. Ob ich das so umsetze, ich stelle es momentan eher nach hinten an, denn ich möchte die Hydraulik lieber in irgendwas einbauen, wo ich dann auch öfters benutze, als in einem, ich sage es jetzt mal, Gimmick, das ich irgendwo habe, um mal ein paar Paletten oder sowas hin und her zu fahren. Ja? Der nächste Plan oder die zweite Idee war ja die, dass ich sage, ich baue hier einen Seilzug ein. Sprich, wenn ich dieses Teil hier so habe, mache hier einen Seilzug hin, den ich oben umlenke und nach unten nehme und dann zieht er mir hier einfach dieses Teil hier nach oben. Das wäre zum Beispiel ein Ding der Möglichkeit, was sich irgendwie realisieren lässt. Oder ich spreche es von unten an. Aber ich habe das Problem, also das läuft, ich will an dem Gestell nicht so viel verändern. Ich will das eigentlich beibehalten. Ich will jetzt nicht nochmal ein Gestell aus Alu bauen oder irgendwas kugellagern oder sowas. Es ist zu leicht. Also selbst mit den Gabeln dran ist es zu leicht, dass es selber jetzt wieder nach unten rutscht. Jetzt wenn ich so eine Windel einfach nehme und das Ding nach oben knall, dann ist es zwar schön, dann geht es nach oben und auch da würde ich die Kraft mit Sicherheit herbekommen. Aber ich habe das Problem, wenn der selber nicht nach unten fährt, ja, habe ich ein Problem und ich habe ja nicht immer Last drauf. Das heißt, es kann ja sein, dass ich das oben auslade, ich stelle die Palette hin, fahre zurück, jetzt ist nichts drauf auf der Gabel, dann muss das Teil ja trotzdem irgendwo wieder unten ankommen. Daher war dann die nächste Überlegung, ich realisiere das Ganze so ein bisschen wie den Schlitten von einem 3D-Drucker und zwar mit einem Motor und einem Zahnriemen oder Keilriemen in dem Fall, wie auch immer, der mir das nach oben und nach unten eben fahren kann. Das war jetzt so die nächste Idee und ich habe natürlich nach wie vor, hätte ich im Kopf, dass wir einen mechanischen Zylinder einbauen, einen Spindelzylinder und das war eigentlich jetzt so das, der letzte Gedanke, den ich hatte, Spindelzylinder einzubauen. Das Problem oder die Diskussion hier ist eigentlich die, ich habe, wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt hier unten anfangen, in der Mitte würde ich jetzt hier meinen Zylinder festmachen und hier oben, das ist so der längste Weg, den ich hier habe, dann bin ich bei 20 cm und ausgefahren bin ich bei 37. Das heißt, ich habe 17 cm Weg, habe aber nur 20 cm Platz für einen Zylinder. So, und in dem Zylinder müssen ja diese 17 cm drin sein, plus nochmal einen Zentimeter, damit er mir nicht über den Totpunkt hinausfährt. Das heißt, es sind 18 und dann habe ich noch 2 cm. Jetzt brauche ich aber oben noch die Befestigung, unten die Befestigung. Und wenn ich das umsetzen will mit einem dieser kleinen Motoren, der hat jetzt hier schon mal 2,5 bis 3 mit Kabeln. Also wenn ich es jetzt nicht komplett irgendwo da reinpressen will, aber 2,5 cm braucht das Teil halt einfach. Dann wird es echt eng. Also das, ob das so maßtechnisch hier reinpasst, weil ich einfach so viel Weg habe für ursprünglich so wenig Strecke. Ja? Das ist jetzt eben die Frage. Und ja, ich müsste es tatsächlich am obersten Punkt ansetzen. Denn wenn ich es jetzt unten ansetze, wird der Weg, also wird der Platz, wenn ich unten bin, nur noch kleiner. Und ich muss aber den Fahrweg ja trotzdem haben. Ja, deswegen, also wie ich das genau umsetze, weiß ich noch nicht. Kommt auf jeden Fall hier vorne hin. So. Und dann packen wir hier dieses Teil drauf. Ja, und dann sind wir schon fast fertig. So gefühlt zumindest. Also gut. Ich würde sagen, ich mache mir da mal ein bisschen Gedanken. Werde hier mal ein bisschen diese Sachen eben umbauen, dass wir schon mal ein Akkufach kriegen. Und ja, dann schauen wir weiter, wie wir das Ganze mit dem Lüft hier realisiert kriegen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Abonniert meinen Kanal und drückt auf die Glocke. Dann kriegt ihr auch Bescheid, wenn das nächste Video wieder online geht. Bis dann!